Farben waren Emil Noldes große Passion und das wichtigste Ausdrucksmittel seiner Malerei. Er wird mit den Worten zitiert: "Die Farben waren mir ein Glück. Es war, als ob sie meine Hände liebten." In jedem Gemälde des Expressionisten ist seine Hingabe zu den Farben spürbar. Eine weitere große Leidenschaft Noldes galt den Blumen. Bereits seit seiner Kindheit war er von ihnen begeistert. Er zeigte sich vor allem von der Reinheit ihrer Farben fasziniert und machte sie zu zentralen und immer wiederkehrenden Motiven seiner Malerei. Doch Nolde malte die Blumen nicht nur, sondern begann auch, sie zu züchten und legte, wo immer er sich niederließ, einen Garten an. Umgeben von einem Blumenmeer fand er die Inspiration zu farbenprächtigen Aquarellen. Mit den Aquarellfarben hatte er die perfekte Technik gefunden, um die Farben der Blüten wie in der Natur zum Strahlen zu bringen. Das Original befindet sich in der Nolde-Stiftung Sebel. Diese hochwertige Edition auf Blüten ist auf 199 Exemplare limitiert und exklusiv bei Asmundi erhältlich.